Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Also für mich, für euch wohl eher nicht oder eher auch egal. Aber jetzt geht es erstmal noch nicht um euch. Erstmal muss ich fertig werden und dann können wir gerne gemeinsam weitermachen. So. Also, diesen Mali da. Ich meine, der steht oben am Jahrmarkt, da können wir mal zurück. Und dann, glaube ich, können wir auch schon die letzte Front angehen. Well met. Hello. Oh, wir haben hier hinten so einen komischen Verkäufer. Das Ding habe ich auch noch nie gekauft. Ich weiß auch gar nicht, wofür das so gut ist. Also ich glaube. Nee, falsche Taste. Oder doch? Ne, können wir nicht angucken. Schade. Oder drücke ich hier? Ne, ich drücke nicht die falsche Taste, ne? Ja, ist ja gut, Pferdchen. Ne. Auf jeden Fall hat der Typ hier eine Quest. Die können wir annehmen. Natürlich. Okay, die Quest ist natürlich vom Level viel zu hoch und wir müssen in den Wald von Nectolus rein. Da müssen wir nachher nach B gucken, in welchem Bereich wir reingehen. Am liebsten würde ich ja so eine Umfrage starten und so weiter, aber die Homepage existiert ja noch gar nicht. Ich habe gehofft, dass ich das bis dahin hinkriege, aber ich wusste auch nicht, dass wir jetzt doch so schnell sind mit dem Let's Play. Tja, ich dachte, ach, bis wir jetzt hier angelangt sind, ins Level 20er Bereich, bis dahin habe ich auch mein Abi fertig. Dann ist Ende Mai und dann spielt das eh keine Rolle mehr. Dann habe ich Zeit und hätte auch die Homepage schon fertig. Hoffe ich mal. Ja, aber jetzt haben wir noch erstmal Anfang Mai. Und deshalb gibt es auch noch keine Homepage. Eine Webseite, Homepage. Und 40 Homepage finde ich immer so doof. So, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall ein paar Skelette killen, um so Fragmente zu kriegen. Der oder die nette Arasai da unten killt hier auch ein paar. Finde ich jetzt nicht so erfreulich. Aber sollen sie doch gerne auch welche abhaben. So. Wir brauchen überhaupt 10 Stück. Okay, 3 haben wir schon mal. Also der Söldner haut doch schon ganz schön viel rein. Ihr hier, das neue Absolution-Spell, der braucht relativ lange zum Casten. Das ist schon doof natürlich. Aber dafür haut er auch jede Menge Schaden raus. Wir werden noch einen Spell bekommen, der auf dem Solo-Target ist. Single-Target heißt es dann nicht. Solo-Target, Single-Target. Und der wird halt sehr, sehr, sehr wichtig noch werden. Nur den haben wir noch nicht. Das ist kein ungültiges Ziel. Solche Verzögerungen zum Beispiel. Oh, jetzt blende ich hier die Sonne. Jetzt muss ich mich einmal anders hinsetzen. So. Also, nein, nicht die Sonne, sondern viele Spells, die kriegen wir halt später, die besonders wichtig sind, die auch für die halt den meisten Schaden machen. Hier der Spell, die Auflösung, den werden wir später so gut wie gar nicht benutzen, weil auf Dauer bringt der
unsere DPS, also die Damage, die wir innerhalb des ganzen Kampfes machen, wenn wir die durch die Zeit teilen, haben wir die DPS, also die Damage per Second. Und die wird extrem niedrig, wenn wir hier den Spell hauptsächlich benutzen. Da werden halt Spells, die wir später kriegen, viel effektiver sein, die halt viel mehr Damage machen oder teilweise auch weniger, aber viel schneller gecastet werden können. Ach, wieso klicke ich denn immer da oben? Ah. So. Das haben wir fertig. Jetzt brauchen wir hier Steinproben. Ist ein bisschen heikel, da dran zu kommen. Hab auch noch keine Ahnung, wie wir da durchkommen werden. Aber was nochmal halt ist, wir haben hier immer extrem viel Lebensbonus, weil wir so selten spielen. Skelett Paladin. Kommt direkt in unsere Bibliothek für den Dungeon Finder, also für die Dungeons, die man erstellen kann, rein. Vielleicht machen wir auch mal einen. Mal gucken. Ich denke mal auch, dass wir ein Haus einrichten werden. Und das Ganze können wir dann auch mal in einer Umfrage klären, sobald wir die Webseite haben, wo ich Umfragen erstellen kann. Ihr könnt natürlich auch gerne Kommentare schreiben, so ist es nicht. Also Wünsche oder sowas, schreibt gerne in den Kommentaren rein. Ich werde es mir noch angucken und gucken, was ich davon umsetzen kann. Ich denke mal, wir werden einiges umsetzen können, weil EverQuest 2 ist ja relativ vielseitig. Was natürlich ein Problem ist, wenn Leute sagen halt, ja, wir möchten gerne, dass du den Crafting-Bereich mit einbeziehst und dann andere Leute dazu erstmal nichts sagen. Ich das dann natürlich mache, den Crafting-Bereich einbeziehen und dann die anderen Leute, die es nicht möchten, drauf rumhauen. Das ist voll langweilig, das ist doof. Ja, dann müsst ihr ein bisschen ja auch respektabel halt umgehen. Oh, wir haben eine neue Leistung. Bin heute irgendwie so ein bisschen immer ständig am Faden verlieren. Schon ein bisschen doof. Da hatte ich jetzt... Ach so, ja, dass hier ein bisschen respektabel natürlich umgeht. Wir werden es auch nicht die ganze Zeit dann immer machen, aber so einen gewissen Teil, den müssen wir dann doch schon nach einer Abstimmung durchsetzen. Sonst brauche ich ja hier nicht abstimmen, sonst kann ich einfach das machen, was ich immer möchte. Oder wenn der eine sagt so, der andere so, dann bringt auch eine Abstimmung nichts, wenn man im Endeffekt eine Aufnahme das macht und die andere Aufnahme plötzlich das Ganze wieder abbricht. Also das hat gar keinen Zweck, dann kann man sich die eine Aufnahme auch wirklich sparen. Tja, wo wirklich halt noch meine größten Probleme sind hier... Ich würde ja ganz gerne mit euch auch in Instanzen reingehen, also so Gruppen. Aber da muss ich halt wirklich noch eine Gruppe erstmal finden. Für die Verliese-Ersteller freizuschalten. Fügt eurem Verlies-Toolbar hinzu. Okay, das kenne ich noch gar nicht. Das andere war jetzt gerade Voice-Chat. Kann ich das jetzt... Ach, das kommt dann auch mit hier in den Verlies-Ersteller-Toolbox rein. Okay. Okay. Verstanden. So, Entschuldigung. Musste jetzt gerade mal kurz eine Unterbrechung machen. Aber es ist weiter nichts passiert. Bin da einfach stehen geblieben. So, und jetzt bin ich wieder vorm PC. Das ist nämlich genau das, was ich meine hier mit zu bestimmten Zeiten halt aufnehmen. Halskette.
nehmen wir natürlich. Und das können wir in den Hals einbringen.